Willkommen zu Frequent Traveler TV. Einmal den Ton überprüft. Der Ton ist da, das Bild ist da. Ihr seht im Hintergrund einen Flughafen, einen Parkplatz und mich im Vordergrund. Aber ihr könnt ja mal gerne raten, welcher Flughafen das ist. Es wird bekannt gegeben am Ende der Sendung. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wir haben heute wieder eine frisch gepresste Sendung als kleinen Zwischenbericht. Einmal natürlich der Umzug geht in vollen Zügen. Habe leider auch nicht alles mitschleppen können. Muss nochmal ins Studio, ins Alte und alles mitnehmen, aber es ist leider alles abgebaut. Und das neue Studio dauert etwas, weil es muss gestrichen werden, es muss wieder neu eingerichtet werden, wir müssen gucken, dass der Ton klappt und so weiter und so fort. Also da ist noch viel Spaß und Musik, aber ihr werdet es im Mocky Deluxe sehen, dass dort in dem Premium-VIP-Bereich oben, das ist nämlich auf dem ersten Stock, alles tipptopp gemacht wird. Hinter uns starten Flugzeuge oder Landflugzeuge, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt, glaube ich, startende Flugzeuge, eben waren es Landeflugzeuge. Ihr könnt ja mal gucken, ob die Reverser open waren oder nicht. Ich sage euch aber nicht, welcher Flughafen ist am Ende der Sendung. Frisch gepresstes Thema, und zwar Discover Airlines Cockpit geht in einen 5-stündigen Warnstreik gestern, war uncool. Dann die Lufthansa ITA, die kriegen von der EU wieder Dreck und Druck. Mehr Druck als Dreck, hoffe ich. Dann haben wir noch als Thema für euch BER, der Flughafen kämpft mit einem hohen Krankenstand. Und wir haben noch ein Thema, was Weihnachtsessen angeht. Das passt dann heute zum Weihnachtlichen. Und natürlich gibt es von mir auch den Gruß Orbi et Orbi für die Stadt und den Landkreis oder so ähnlich. Beziehungsweise für die Welt. Natürlich weihnachtliche Grüße an euch da draußen. Ich selber habe heute weihnachtlich ein rotes Shirt angezogen und es wird morgen in der Sendung, es wird morgen eine Sendung geben. Ich muss mal gucken, wie wir es machen. Mario ist leider nicht dabei. Er ist in Goslar eingeplant bei der Familie, beziehungsweise, weiß gar nicht, ist das nur Goslar? Vielleicht muss er auch Rundreisen machen. Er ist da voll drin in seinem Trott. Und dieses Jahr ist es ja auch unglücklich, dass Weihnachten auf Sonntag fällt. Aber nichtsdestotrotz weihnachtliche Grüße. Ich hoffe, ihr lasst euch reich beschenken. Mein Geschenk, das ich von euch nur haben will, ist einfach, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und ein Like da lasst. Das kostet euch alles nichts. Dafür bin ich auch unendlich dankbar. Worauf ich mich natürlich freuen würde, wäre natürlich eure Kanalmitgliedschaft, und dann schauen wir mal, wie wir den Kanal weiter im nächsten Jahr gestalten. Aber dieses Jahr ist ja noch ein bisschen. Und ich habe dieses Jahr die Sendungsnummer, weiß gar nicht, wir sind fast bei 360. Also das heißt, wir haben dieses Jahr wirklich mehr Sendungen als Tage, trotz meinem kleinen Hänger. Aber gucken wir uns das Flugzeug an. Ne, ist eine Landung, weil die Reverser sind offen. Das war American Airlines. Da seht ihr sie noch im Bild verschwinden. Also ist immer noch Landerichtung. Deshalb. So, das erste Thema können wir auch schon nach 4 Minuten und 6 Sekunden starten, und das ist das Thema Airbus Weihnachtsessen. Da gab es bei den Freunden von Airbus Atlantik ein Problem. Es gab ein Weihnachtsessen mit 700 Leuten und da gab es dann gastroenterologische Probleme, also quasi, ich will mal denken, Flitzkacke oder gemeinhin auch Durchfall genannt. Naja, auf jeden Fall ist es so, weil das Ganze in der Montoir de Bretagne, also im Nordwesten von Frankreich, passiert ist und mit so großer Stückzahl, dass dort die Behörden eingeschaltet worden sind. Die gucken sich an, woran es lag. Es war halt wirklich am Wochenende von dem 16. und 17. wurde dort ein Weihnachtsessen gemacht für 700 Leute. Und die lokale ARS, Gesundheitsbehörde, hat halt gesagt, es wäre wohl wahrscheinlich was auf dem Weihnachtsmenü gewesen. Was genau, können sie nicht sagen. Und die Frage ist natürlich auch, ob es ein spezielles Gericht war oder ein Essensbestandteil war oder ob es halt in der Küche zu Unsauberkeiten oder sonst was gekommen ist. Aber der Franzose kann ja im Allgemeinen relativ gut kochen, und da sollte es ehrlicherweise okay sein. Aber die Firma, die 2022 bei Airbus einverleibt worden ist, ist Stelia Aerospace. Das sind die Sitze herstellen. Übrigens glaube ich auch der Finnair-Sitz ist der Sitz von Stelia. Und die Firma ist aber nichtsdestotrotz zu 100% von Airbus geowned, also im Besitz. Die Facilities, also die Fabrik im Montoir de Bretagne, ich hoffe, ich betone das richtig am Heiligen Abend, ist so, dass die Nase und die Center-Fuselage dort gebaut werden für die 320er-Familie, für die A330er und für die 350er sogar, kommen daher. Also ich bin mal gespannt, ob es den Leuten wieder besser geht, dass sie nicht Weihnachten irgendwie da mit irgendwelchen Sachen da niederliegen und da niederknien. Bei den Freunden in BER ist es so, da hat man auch einen hohen Krankenstand. Der hohe Krankenstand ist dort, ja, auch nicht schön, denn in dem Weihnachtsverkehr ist ein hoher Krankenstand immer bösartig, weil dort sehr viel Verkehr unterwegs ist. Auch gestern auf meinem Flug aus Helsinki heraus zu diesem Flughafen hier. Wenn ihr wisst, welches ist, schreibt es. Ich sag's aber am Ende der Sendung, ist es so, dass es dadurch halt natürlich zu Verzögerungen kommt bei der Abfertigung und man verschob sich verschob einen Flug zum Beispiel, das muss wohl das Highlight gewesen sein, weil die Bild-Zeitung darüber berichtet, von 12:20 Uhr nach Lanzarote und der ist dann erst um 20:20 Uhr gegangen. Nach Malaga, Helsinki und Istanbul verschoben sich die Startzeiten um bis zu 3 Stunden. Abfertigung macht für die Finnair, wer ist denn das? War es die Visag? Oder war es Swissport? Ich meine, es wäre Swissport gewesen, aber wie gesagt, ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Also insofern gab es da Verzögerungen, das ist natürlich immer uncool. Wobei bei Krankheit ist das so, dass man da immer so ein bisschen Verständnis für hat. Aber wenn es um Warnstreiks geht, die unangekündigt sind, dann ist das etwas problematisch. Und da ist die Vereinigung Cockpit mit der Discover nach vorne gerannt und hat dort einen 5-stündigen Warnstreik gemacht in Frankfurt. Und man musste natürlich ehrlicherweise sagen, am 23. 5-Stunden Warnstreik halte ich persönlich für schwierig, weil die Leute wollen Urlaub, wollen zu ihren Familien, wollen Weihnachten feiern, wollen ein besinnliches Fest der Liebe haben. Und dann hat man diesen Stress und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann und ehrlicherweise auch nicht unterstütze. Aber die Vereinigung Cockpit hat bei der Discover Airlines dieses gemacht und diese 5-stündige Warnstreik, also war nur auf 5 Stunden beschränkt, ist Gott sei Dank für die Passagiere, für die meisten, ohne große Folgen geblieben, weil man direkt bei der Discover einen Ersatzflugplan bringen konnte. Und zwar, es geht in diesem Warnstreik um den ersten Tarifvertrag für das Cockpit, den die Piloten abschließen wollen. Und die vor 2 Jahren gegründete Fluggesellschaft hat quasi so eine Art Hinhaltetaktik. Und da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass die da so unentspannt sind. Da muss man das der Ehrlichkeit halber sagen und muss man ihnen auch zugestehen, dass die dort sowas dann machen. Gott sei Dank sind die Leute nicht betroffen gewesen, aber es bringt denen natürlich erstmal Stress und bringt Blut in Wallung. Einige Flüge wurden halt im Flugplan angepasst, Flüge wurden vorverlegt, dass sie nicht in die Warnstreikzeit fallen. Und wichtig ist, man bittet die Passagiere um Entschuldigung. Das gehört ja auch zum guten Ton, hat man schon manchmal vergessen. Jetzt ist es so, dass die Passagiere umgebucht werden und was ich spannend finde ist, die Lufthansa spricht, und deshalb lese ich das jetzt vor, das ist ein Zitat, sehr gut in vorgeschrittenen Gesprächen, man sei auf der Zielgeraden zum Abschluss, es lagen bereits Teileinigungen vor und klare Intentionen, zeitnah im Januar weiter zu verhandeln und rasch zum Abschluss zu kommen. Das sagte eine Sprecherin. Lösungen könnten nur am Verhandlungstisch gefunden werden und man sei jederzeit zur Fortsetzung der gemeinsamen Gespräche bereit. So das Zitat in Teilen. Und also die Piloten sagen, das ist eine Hinhaltetaktik, die Lufthansa sagt, man ist auf der Zielgeraden und jetzt frage ich mich, wer lügt, weil irgendwie passt das ja nicht zusammen und da muss man an der Ehrlichkeit halber sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, für uns Kunden sehen wir dann, wie wir wirklich da aufgerieben werden zwischen der Fluggesellschaft und zwischen der Gewerkschaft. Und uns da in Geiselhaft zu nehmen, das finde ich schwierig. Also da muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, nee, das ist nicht hübsch. Und da würde ich mich dann auch ganz klar von distanzieren, dass so etwas gemacht wird und dann, ja, so passiert. Aber ihr könnt eure Meinung wie immer schreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Es wird heute keine spezielle Frage des Tages geben, weil ich möchte euch für Weihnachten keine Hausaufgaben geben. Heute habt ihr Hausaufgaben frei. Genießt einfach den Flieger. Ich weiß gar nicht, was war es denn jetzt? Ah, ein 380er von der British Airways. Ich habe nur, ich sehe das immer ein bisschen im Spiegel, nur, dass sich das spiegelt. Aber der 380er, sehr geil. Ich hoffe, dass euch das für diese Sendung entschädigt und auch für die Tage, wo ich ein bisschen faul war. Also faul heißt nicht faul, aber war unterwegs und dann mit Umzugsstress und so weiter. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man da halt so Dinge macht. Aber jetzt das letzte Thema, was wir haben, das ist der Lufthansa-ITA-Deal und der ist natürlich wie immer mit Musik. Und da ist es halt wirklich so, dass es keine Entscheidung bis zum 15. Januar gibt. Man kann das nämlich verlängern, hatten wir auch schon gesprochen. Und jetzt ist es so, dass man sich da länger Zeit lassen möchte. Der Giancarlo Giorgetti, geile Namen, ich finde italienischen Namen, finde ich geil. Könnt ihr auch unten nochmal schreiben, ob ihr das auch geil findet, italienischen Namen. Der sagte im Parlament in Rom, dass das wohl etwas länger dauert und dass man sich dort länger Zeit lässt. Und man möchte mit der sogenannten Phase 2 beginnen bei der EU. Also das heißt, das war nicht nur eine Option, sondern es wird jetzt gemacht und das bedeutet mehrere Monate, dass man noch eine weitere Vertiefung des Themas macht. Wenn man das jetzt unter dem Aspekt des Zeitfensters sieht, dann merkt man, dass da durchaus Druck aufgebaut wird von der EU, weil die da natürlich das Dilemma haben, dass die ITA, also die ITA hat das Dilemma, die haben da keine Knete. Und er kann da auch reingekommen. Schön, dass wir hier Rush Hour jetzt haben. Ich finde das cool. Aber ihr könnt immer noch raten, welcher Flughafen das ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die... ist jetzt 11:52 Uhr lokal im Moment. Ne? 11:52 Uhr lokal, nur damit ihr das wisst. Dass man jetzt bei den Wettbewerbsbehörden halt die Übernahme machen möchte. Aber für Lufthansa wird damit halt der Zeitkorridor immer enger, weil man möchte in 2024 den Turnaround schaffen, dass man in 2025 Gewinne macht und dann die nächste Tranche übernehmen kann. Dass man halt von den 49%, also die weiteren 49% ziehen kann, weil man hat ja jetzt 41%. Und halt, wie ich schon sagte, das Geld bei der ITA wird relativ knapp. Wenn man natürlich die Kommission sagt, dass man die Anzeige des Vorhabens zunächst bis zum 15. Januar lösen wollte und klären wollte, ist das natürlich eine Absichtserklärung, muss man nicht machen, aber man kann halt dann die Phase 2 geben, die dauert nochmal 90 Tage. Das heißt, also Januar, dann Februar, März, April, dann ist das irgendwo so April, Ende, Anfang Mai. Ich habe jetzt nicht ganz genau gezählt, 29 Tage im Februar. Ja, also muss dann irgendwo so bummelig Ende, ihr könnt ja drunten schreiben, weil ihr es ausgerechnet habt. Und dann muss halt eine Entscheidung getroffen werden und die Auflagen müssen erfüllt werden. Das ist wirklich so. Und dann kann die Lufthansa natürlich immer noch sagen, wir machen den Quatsch nicht mit. Also ich bin da etwas enttäuscht, ehrlicherweise. Jetzt will ich euch nochmal sagen, wo wir hier sind. Und zwar, jetzt sind wir nämlich am Ende der Sendung. Da gucken wir mal einmal hier, zack, zack. Und dann gucken wir mal jetzt, wer hier jetzt vorbeikommt. Und zwar kommt jetzt hier vorbei American Airlines aus Miami nach London Heathrow, ja genau, hier in London Heathrow ist volle Action angesagt. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes reinkommt. Als nächstes kommt dann rein die Dublin, London. Aber wie gesagt, ich fand das relativ cool, dass der 380er gelandet ist. Ich weiß gar nicht, welcher 380er das war. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das noch rausfindet, welcher 380er das war, der gelandet ist vom British Airways. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart, bei der heutigen Sendung mit dabei wart, den Kanal so fleißig auch am Heiligabend unterstützt, nachsichtig mit mir seid, dass ich hier so ein bisschen es hab schleifen lassen. Ich versuche es nicht schleifen zu lassen, aber manchmal ist es halt wirklich zu viel Stretch, dass man das macht. Aber wenn ihr Fragen, Sorgen, nichts vernötigt habt, oh, warte, andere Richtung, da. Wünsche ich euch ein besinnliches Weihnachtsfest und hier übrigens die WhatsApp-Nummer. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, könnt ihr natürlich jederzeit schreiben. Und nochmal danke für eure Grüße. Jetzt habe ich noch eine Sache, habe ich ja noch Genau, und da muss ich nochmal Matthias danken für die weihnachtlichen Grüße mit den Kerzen, da danke ich für. Und natürlich auch nochmal in die Lüneburger Heidi einen herzlichen Dank für die Geschenke, die ihr nach Rovaniemi mitgebracht habt. Das Eiersalz habe ich, das Eiersalz, ne? Ja, also Salz für Eier, gewürzt, sehr lecker. Ich esse das übrigens auch mit Mozzarella, also sehr gutes Zeug. Danke dafür, aber ich werde da noch eine Nachricht zuschicken. Jetzt sind wir heute durch mit der Sendung und ihr kriegt von mir einen Abspann. Ne? Kommt denn jetzt noch irgendwas? Oder wollt ihr noch die Aer Lingus sehen? Ich muss mal gucken. War doch Aer Lingus. Da ist sie. Die können wir euch geben und dann geben wir euch den Abspann. Also bis dann. Danke und aus dem Bild heraus. Bis dann. Ciao, ciao.